Herzlich willkommen hier zurück bei Malakaimer Kaiser, meine lieben Freunde. Wir haben beim letzten Mal Karakadrin im Sturm genommen. Und diese Siedlung werden wir natürlich auch behalten. Und ich wäre ein schlechter Zwerg, wenn ich hier tatsächlich eine Trinkhalle abreißen würde. Oh, interessant übrigens, wenn das Ding beschädigt ist, erhöht sich die Korruption. Das wusste ich nicht. So, hier haben wir jetzt auf jeden Fall auch den Slayer-Schrein von Karakadrin, wie ihr sehen könnt. Dadurch bekommen wir hier noch mehr Slayer gestellt. Und ermöglicht die Rekrutierung von Slayern und Slayer-Piraten. Auf der nächsten Höhe hier gibt es dann sogar die Rekrutierungsmöglichkeit für den Goblin-Schnitter und Todessucher und Riesenslayer. Auf der höchsten Stufe, wie ihr sehen könnt, gibt es einen richtig fetten Rabatt von 5% auf alle Slayer. Nochmal 5% Rabatt. Also das Ding hier muss auf jeden Fall rein in meinen Augen. Und dann werden wir hier gucken, dass wir hier Wachstum reinknüppeln. So, Graschnacksburg. Ne, wir machen mal die Karak-Rasiak, werde ich jetzt hier auf jeden Fall wieder reparieren, weil wir dahin jetzt hier wieder zurückgehen, um jetzt hier noch die Todesklammen zu machen. Guck mal, wir sind bei 44%. Wir haben es fast auf die Hälfte wieder geschafft. Vielleicht geht da sogar noch was. So, wieder ein Level up und damit nochmal ein bisschen mehr Verlustverstärkungsrate. Und jetzt geht mir halt langsam aber sicher wirklich die Idee aus, was ich bei diesem Slayer jetzt hier noch leveln soll. Man könnte vielleicht dann noch die letzten paar Punkte, die er hat, in Tradition und Innovation setzen, dass hier nochmal die Gyrokopter nochmal ein bisschen besser werden, ne? Noch mehr Reichweite. Ja, weil Axtfürst braucht er nicht, das hier braucht er auch nicht. Ich sehe auch nicht ein, ihm den Patronengurt zu geben. Ich meine, so oft schießt der jetzt nicht. Wir geben jetzt hier noch den Zombie-Schlechter auf. Doch, es könnte gut sein, dass wir noch auf Zombies treffen. Ja, aber als ob diese Armee sowas bräuchte. So, ja, Felix ist jetzt ziemlich abgeschlossen. Da gibt es jetzt nicht mehr so viel. Ich gebe ihm jetzt noch die Zauberresistenz. Ihm hier noch mehr Erbfeindschaft. Ulrika macht noch das Gedankenskalpell. Und ich glaube, weitere Level-Ups haben wir jetzt hier erstmal nicht. Hier haben wir jetzt auch die gesamte Provinz. Setzen hier in Wachstum. Und wir können, wie ihr seht, nochmal ein bisschen mehr Bewegungsreichweite machen. Die Geist Krumlis wird sich nicht mehr während der Schlacht zurückziehen. Der Witz ist, das macht sie doch sowieso schon nicht mehr. Man weiß es nicht. Halt, nein, Quatsch. Ich habe doch andere Möglichkeiten. Hier die Berge von Hehl. Nee, Quatsch. Wo war es denn? Höhenpass? Düstersee? Ja, Düstersee wäre cool. Aber genau, hier zu Hause. Zu Hause ist dich immer noch am schönsten. Mehr Geld und mehr Eidgold pro Runde. Ich denke, wir machen jetzt hier auf jeden Fall auch den Slayer-Schrein. Der sollte hier definitiv drin sein. Und ja, last but not least, ne? Ein Refektorium bzw. eine Festhalle natürlich, dass wir noch mehr Zwergenbier hier machen können. Also ganz im Ernst, das muss natürlich da drin sein. Aber ich glaube, dass ich jetzt das hier abreißen kann. Wobei doch, hier könnte man auch einen Tain rekrutieren. Man könnte, wenn man die Möglichkeiten dazu hätte. Du bist auch fertig, mein Freund. Die hier könnte man auch nochmal vertrimmen. Oder aber wir verzichten darauf und holen uns hier nochmal die Punkte. Ganz im Ernst, das machen wir. Wir gehen hier hin, attackieren das. Da, guck mal, jetzt hat er halt drei von den Todessuchern. Ey. Die Bruderschaft des Grimnja da auch am Start. Todessucher sind halt, wenn sie halt hochstufig sind, so brutale Kämpfer, ich sag's euch. So, Brother Ronan hält hier einfach weiterhin die Stellung, weil das hier ist ja jetzt im Grunde weitgehend geklärt worden. Und nach wie vor wird diplomatisch nichts gehen. Oh doch, warte mal. Ja, dann machen wir doch hier das Bündnis mit dem Celestial Blacksmith. Wir gehen sogar eine richtige Bündnisstruktur mit ihm ein. Und die Töchter des Waldes sind jetzt auch dafür zu haben. Jetzt gibt es so eine Mini-Order-Tide, die wir jetzt hier wenigstens noch irgendwie hinbekommen können. Moment. Genau, das hier bauen wir gerade eben hier noch voll aus. Jetzt hier nochmal Düstersee.
Beim Düstersee wollen wir auch mehr Geld verdienen. Ne? Das geht dann auch nochmal um einen Huni nach oben. Und dann war die Kohle eigentlich auch schon wieder weitgehend weg. Ich kann ja immer noch keine Festungsstruktur reinmachen. Es ist und bleibt das Gleiche, ich sag's euch. Nee, mein Freund. Es kann gut sein, dass ich dich noch verhauen muss, um an diese komische Höllengrube ranzukommen. Ich glaube nicht, also das Hauptproblem ist einfach, dass das Ding irgendwann mal so teuer ist, dass man es ihm gar nicht mehr abkaufen kann. Aber ich könnte mal gucken, wo wir damit stehen. So, die Slayer sind jetzt in der Forschung abgeschlossen. Das ist absolut fantastisch. Dann würde ich jetzt hier mal Grab der Ahnen machen, um hier nochmal vor allem den Unterhalt, den möchte ich nochmal für alle Einheiten reduzieren. Das würde dafür sorgen, dass ich noch mehr Verteidigung hinbekomme. So, und wie gesagt, also hier sind es zwar die Untoten, aber da wäre halt Gold. Wisst ihr, wir machen das. Einfach mal so kurz mal im Vorbeilaufen holen wir uns jetzt einfach mal Schloss Drakenhof. Dann kann sich hier auch der gute Brother Ronan ein bisschen mehr entspannen. Muss hier nicht mehr rumstehen. Hier machen wir noch mehr Wachstum. Noch muss er hier nämlich ein bisschen rumstehen. Dann kann ich jetzt hier endlich die Verteidigung reinmachen. Halleluja. Und AT levelt hier. Genau, AT steht hier immer noch passiv rum, hat immer noch den Axtfürsten. Ich gebe dir jetzt auf jeden Fall Erben des Grimnir. Ich will mir überlegen, ob ich ihn irgendwann mal auch mal nochmal reskille oder sowas in der Art, aber noch ist es nicht wichtig. Hello there. Also jetzt kommt es drauf an, da sind das genügend Punkte? Wahrscheinlich nicht. Erstmal ausrauben. Wir sind bei 45% dadurch gelandet. Mach daraus 46. Okay, AT hat jetzt hier noch mehr Nahkampfangriff. Nicht AT, Entschuldigung, Frank. Frank ist schon bei 102. Na, nicht vergessen, der bekommt nochmal 10 obendrauf wegen Raserei im Nahkampf, in der Schlacht. Und dann nochmal plus 12, wenn er einen Dämon bekämpft. Das ist ein absoluter Waffenmeister, ey. Ich sag's euch. Okidoki. Aber so langsam aber sicher wird's halt auch mal Zeit, dass wir uns mal über Items Gedanken machen. Ich meine, richtig gute Items. Der Hammer des Eisenwächters. Der würde ihm noch perfekte Vitalität und Bonus gegen Infanterie geben. Was hast du momentan in der Waffe? Du hast gerade eben den Heldentöter. Der ist schon ganz nice. Aber nice ist nicht geil. Oder die Axt des Drachenslayers? Noch mehr Bonus gegen Groß, noch mehr Waffenschaden. Aber ah, uns fehlt Obsidian. Hammer des Hüters? Feinde verlangsamen, noch mehr Nahkampfabwehr. Oh, das wäre aber auch geil. Dass der Feind ihm nicht mehr davonlaufen kann. Ich glaube, das nehmen wir. Du bekommst dann den Hammer des Hüters, mein Freund. Ja, aber sowas von bekommst du einen Hammer des Hüters. Den hast du dir verdient. Da, guck mal, 97, 95. Jetzt haben wir, also wie gesagt, er braucht ja nicht noch mehr Nahkampfangriff, als er ohnehin schon hat. Jetzt können wir aber hier nochmal Waffen ja miteinander rekombinieren. Mal gucken. Des anderen Gauners Scherbe. Ja, die ist so meh. Das ist das Schlimmste aus meiner Sicht, was da rauskommen kann. Samen der Wiedergeburt. Glücksbringender Schild, Kriegerfluch. Oh, warte mal, ich kann den Kriegerfluch hier mit dem Berserkerschwert kombinieren. Da kommt immerhin hier nochmal eine Silberstahlrüstung bei rum. Und ansonsten haben wir noch den Talisman und einen glücksbringenden Schild. Okay, du hast auch ein Level-Up. Hast aber noch keinen Talisman, noch keine verzauberte Waffe. Oh, was ist das? Ich habe zweimal eine Glefenkanone. Okay. Dinge, die mir nicht klar waren. Du kannst auf jeden Fall auch nochmal jetzt hier eine Eisenrune bekommen. Zu einem wie dir passt das. Lieber Silent.
Und komm, du bekommst auch einen Samen der Wiedergeburt. Nee, eigentlich macht das keinen Sinn. Das ist eher bei einem Nahkämpfer besser. Okay, hier ist nochmal ein Level-Up. Komm, wir machen nochmal den 42-Pfünder. Sehr, sehr schön, sehr, sehr sauber. Das hier lassen wir noch beschädigt, weil es nicht so gut verteidigt werden kann. Wo wir gerade von Verteidigen reden, ne? Oh, hier kann ich das auch noch machen. Geil. Der Christian, der hat auch noch keine Rüstung, keine Waffe. Du bekommst jetzt hier die Silberstahlrüstung. Die Grenzläuferarmbrust bringt dir nicht viel. Aber dir bringt der Samen der Wiedergeburt was. Und ich gebe dir eine Wutrune, dass du noch in der Offensive mehr reißen kannst. Und noch den glücksbringenden Schild für noch mehr Nahkampf. Also Tanky bist du jetzt auf jeden Fall. Und das ist erst der Anfang der Tankiness, wo wir dich hinführen wollen. Das ist nur für einen Slayer brauchbar. Die Knochenstandarte. Boah, das Zeug würde ich nie benutzen. Ganz im Ernst, das gehört für mich auf den Schrott. Genauso wie das Vogelscheuchen-Banner. Das Banner der Eile kann man verkaufen. Chormeister. Ja, mehr Kontrolle. Das ist gut. Geschichtenerzähler. Noch mehr Kontrolle und Korruptionsabbau. Einkommen aus Handelszöllen. Juwelenschmied. Was ist das hier für ein... Ja, das hier sind Marmorblöcke. Das ist nicht das, was wir suchen. Nee, Obsidian. Prospektor? Nee, Saphir? Auch nicht. Oh, warte mal. Unter Belagerung. Doch, das ist ganz gut. Weniger Verschleiß. Slayer-Anwärter. Ich nehme mal ein. Es kann gut sein, dass du das auch nochmal kommst. Und ein Steinmetz. Jawohl, 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 jawohl. Das ist sehr gut. Das war sehr, sehr gut. Oh Gott, die Banner der verlorenen Städte. Das lassen wir eben mal. Okidoki, okidoki. Also gut. Wir rücken jetzt also gegen die Untoten vor und beenden jetzt endgültig diese Untoten-Problematik, die in diesen Ländern grassiert. Ja, das ist ja mal ein netter Versuch gewesen. Eher ein peinlicher. Jetzt muss ich noch gucken, dass ich irgendwie den James Northcutt jetzt hier noch endlich mal reinbekomme. Meine Fresse. Aber wir müssen halt für auch erstmal demnächst mal Helden nochmal rekrutieren können. Aber ich glaube, das wird demnächst der Fall sein. Okay, natürlich lassen wir jetzt auch nochmal radikal dafür bezahlen, dass wir das jetzt hier machen. Weil ich glaube nämlich, dass Kislev sehr, sehr begeistert davon wird, wenn wir in diesen Krieg wieder mit einsteigen. Mistress of Ice. Like the motherland, our friendship endures. Ja, immerhin ein bisschen was, ne? So, Dele. Und jetzt wird dieses Schloss Drakenhof unser sein. Let's get to it. Und ich glaube... Das Gute ist, die schießen nicht zurück, Leute. Die schießen nicht zurück. Willkommen hier in Schloss Drakenhof. Die Sehenswürdigkeiten sind alle schon längst beerdigt. Wir werden hier angreifen, das ist die offizielle Schwachstelle dieser Siedlung. Ja, hier gibt es einfach keine Mauern, ne? Also keine Türme. Es ist für mich nach wie vor ein Rätsel, wie das hier immer noch so sein kann. Aber es ist halt so. Wieder die klassische Taktik, wir schießen erstmal die Mauern runter. Und dann rücken wir halt so nach und nach vor, ne? Wahrscheinlich dieses Mal sogar eher mit den Jungs. Weil dieses Mal haben wir keine bösartigen Artillerien zu befürchten. Außer halt die aus der Stadt selbst. So, Fun Fact, wir haben jetzt auch diesen Bonus gegen die Untoten. Finde ich sehr, sehr witzig. Also komm, stanzen wir mal Löcher hier rein. Feuer! Ja, ein bisschen haben sie noch. Wäre schade drum, jetzt hier die Munition zu verbraten. Wir machen jetzt hier einfach die gesamte Breite auf, ne, damit wir es so einfach wie möglich haben. Ich frage
frage mich, ob ich von diesen Hügeln aus eventuell mit den Karteschen schießen kann. Okay, natürlich nicht auf nichts, was hinter der Mauer ist, ne? Aber so mal so grundsätzlich kommt mir gerade eben die Idee. Na, guck mal, die bekommen ihre Verstärkung von da hinten. Das macht ja sogar Sinn. Okay, jetzt ist das Tor offen. Also gut, Leute, wir gehen jetzt ja mal ran, ne? Jetzt gehen wir hier ran. Und du gehst hier hin. Da ist ein Nekromant da oben. Ich bin echt am Überlegen, komm, Godric und Felix können nicht anders. Die holen sich den. Oder aber, der wird von Garagrim hier gerade eben zusammengeföhnt. Aber sowas von. Von Malakai meine ich. Wow, hat Malakai dem eine zugesetzt. Könnt ihr tatsächlich schießen? Oh, ich lasse sie mal. Mal gucken, was passiert. Bin gespannt, ob irgendwann mal einer schießt. Bin gerade ein bisschen verwirrt. Okay, ihr schießt nicht. Dann schicke ich jetzt hier mal die Jungs vor. Und mal einen Godric hier rein. Gerade eben aufgegangen. So, ihr geht hier hin. Godric meldet sich freiwillig hier für diesen Versuch. Ja, ihr dürft schießen, Freunde, dann macht's mal. Eieiei, da werden aber gerade eben Gruftgude ordentlich zusammengeföhnt. Na gut. Warum nicht die auch mal hier glänzen lassen, hier die Grimmgräber-Musketenschützen? Die übrigens in Raserei sind. Ich glaube, ich lasse dich jetzt hier mal ganz regulär kämpfen hier, ne? Ich gehe mal noch mal ein Stückchen näher rein. Dann können hier noch mehr wirken. Boah, wie nah musst du denn da ran, Junge? Ah, jetzt so nah. Ja, ich sag mal so, warum nicht, ne? Warum immer nur die Artillerie? Ich meine, die Artillerie kann ich in der Zwischenzeit jetzt hier nochmal näher ranführen. Gar kein Problem. Malakai stellen wir da ein. Garagrim dahinter. Ja, da ist immer noch so viel unterwegs. Wobei, ich bin echt am Überlegen. Warte mal. Ich möchte diesen Kerl erstmal abschießen. Dafür haben wir Kanonen. Tja, die werden hier
Sind wir hoffnungslos überfordert mit Gotrek? Shigigara grimmelt hier auch mal rein. So, wunderbar, die zerfallen. Kanonen nehmen wieder die Stellung jetzt hier ein. Du gehst. Bisschen. Hallo, ich will, dass du ein bisschen weiter vorgehst. So. Ihr dreht euch hier so rüber. So lange, bis diese Untoten es gelernt haben. Oh, nice. Oh, nice. Oh, nice. Ja, die machen das schon, ne? Wo ist er denn jetzt? Der fliegt ganz da hinten rum, der Mistkerl. Man merkt schon, was die radikale Schwäche der Untoten ist, ne? Das ist gar kein Geheimnis. So, wirf mal deine Bombe jetzt dahin. War auch nicht schlecht. Du gibst denen mal wieder Munition. Wäre schade, wenn das jetzt hier schon vorbei sein müsste. Ich glaube, dass wir mit Ulrika jetzt auch mal ein paar Zauber wirken können. So langsam aber sicher rechnet sich das. Bei dem, was jetzt hier gerade eben alles so ankommt. Ist man bei Zwergen eigentlich nicht so gewöhnt, ne? Aber so wird das was bewegen. Eine mächtige, mächtige Schattengrube. Okay, ihr versucht jetzt hier mal endlich den Bereich hier zu sichern. Die haben leider keinerlei Munition mehr und sind damit jetzt hier für mich einigermaßen nutzlos geworden. Kann man auf dich da hinten jetzt schießen? Ja, kann man. Komm, wir probieren's. Bin gespannt, ob sie ihn treffen. Ja, sie treffen ihn. Zumindest ausreichend. Vor allem, weil er auch so nett ist und jetzt hier auf uns zukommt, ihr. Oh, nice. Er ist so entgegenkommend. Ich glaube, er greift ihn hier an, oder? Oh, der macht den Fehler und geht dahin. Ulrika, du musst hier kurz mal weg. Lock ihn mal ganz, ganz kurz hier mal in die Todeszone. Los geht's! Ja, damit hat er nicht gerechnet, ne? Nein, damit hat er nicht gerechnet. Da bin ich sehr, sehr sicher, dass er das nicht hat. Ich bin begeistert. Ihm geht tatsächlich die Munition aus. Das ist selten. Pff, das Attribut von ihm ist einfach dann nur noch so krank. So, zum Glück regeneriert sie. Oh, warte mal, du kannst hier eine mega fette Umbrische Nummer machen.
Jawohl, das war auch nochmal ein sauberer Treffer auf drei Einheiten. Das habt ihr da oben schon wieder keine Munition mehr. Essen die die? Muss man sich fragen, ich sag's euch. Jetzt schicken wir dann doch mal die Kanonen jetzt hier ran. So, jetzt wo sie schon führerlos sind. Ich versuche hier nur Ressourcen sparend jede Menge Untoten zu kompostieren, ne? Deswegen übertreibe ich es gerade eben noch nicht so. Gucken wir uns da nochmal eine Bombe rein. Kanonen sind gleich soweit. Ich glaube sogar, dass ich die Kanonen reinholen kann. Mal eine. Ich hole jetzt mal eine Kanone jetzt hier rein. Und dann werde ich die zum Einsatz bringen. Beziehungsweise noch eine zweite dahin. Okay, du hast jetzt ja auch leider nichts mehr, mit dem du schießen könntest. Aber na, es geht jetzt eigentlich nur noch darum, die Kanonen reinzukriegen. Und sobald ich die Kanonen... Oh, shit. Da hast du was Großes. Hol's dir. Ihr haltet hier wunderbar die Linie. Ihr macht das gut. Ich bin ein Freund von dem, was er da tut. Reloading. Fresh powder. Cannon. Gefühlt ist das wirklich wie in so einem echten, in so einer echten Schlacht wie damals. Weil du sicherst erstmal mit einer kleinen Elite-Truppe hier quasi den Durchgang, ne? Und dann fängst du an, quasi die schweren Geschütze reinzurollen. Ja, der hat's hinter sich. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ja, wir sichern jetzt hier die Zone. Ihr geht hier hin. Und ihr noch mal ein bisschen weiter da vorne hin. Dann geht ihr jetzt noch hier hin. Ich hole die nächsten Kanonen rein. Denn wir haben ja mehrere davon. Du kannst eigentlich jetzt auf die Seite gehen und du gehst auf die Seite. Yo, oh, ist das fantastisch. Die sind genau in Reichweite. Da glaubt tatsächlich eine Truppe Fluchritter, dass sie das schafft. Nein, tut sie nicht. Die schafft das nicht. Wie wäre es, wenn du es einfach mal schießt, Freunde? Also manchmal habe ich das Gefühl, dass sie zu doof sind, zu realisieren, was hier eigentlich vor ihnen los ist. Ach Gott, ich weiß, was das Problem ist. Das ist ein kleiner Hügel. Ihr rückt weiter vor. Das geht doch da endlich hin. Ja.
Das ist jetzt nicht so ideal. Okay, dafür haben wir aber auch eine Lösung. Und wir können die Goblin-Schnitter reinholen. Die kommen auf jeden Fall daran. Ja, die Kanonen haben es leider irgendwie nicht so richtig jetzt hier rangeschafft. Das ist super ärgerlich. Warte mal, kannst du einfach das hier schnell machen? Ich will ja nur kurz die hier loswerden, ne? Damit ich die Kanonen jetzt hier voll zum Einsatz bringen kann. Guck mal, wie schnell die sind. Das ist so cool. Endlich haben wir die Kanonen wieder im Einsatz. Dann sollen sie jetzt mal loslegen. Ihr sollt doch nicht loslegen. Nein, 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 nein. Das ist zu früh. Das ist zu früh. Das können die Kanonen hier komplett erledigen. Ran an den Speck. Ihr habt ja immer noch die falsche Bewaffnung dran. Ja, jetzt ändert sich ja ein bisschen was. Ja, Ulrika, mach mal hier die Zombies alle. Denen könnte demnächst tatsächlich die Munition ausgehen, aber dafür haben wir schließlich immer noch eine zweite. Hallo, jetzt geht doch dahin. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich erlebe hier komplett neue Arten und Weisen, wie ich dieses Spiel spiele. Ich glaube, der Armylos ist da. Ja. Das waren einfach zu viele Kanonen für sie. Viel zu viele. Das war der Sieg. Ich glaube, hier werde ich auf jeden Fall nur plündern und besetzen, weil ich will nicht zu viel verlieren. Eine Stufe zu verlieren reichte völlig aus. So. Ja, wurde jetzt halt abgebrochen, ne? Was will man machen? Es gibt einfach keine Vampirfürsten mehr jetzt auf dieser Map. Oh geil, wir haben das Gold gesichert. Das hier fliegt raus, das hier behalten wir. Ja, es ist nur Stufe 3, aber ganz im Ernst, ich bin zufrieden. Absolut zufrieden. Guck mal, die haben auch gar keine Vampirkorruption mehr. Das wurde schon alles eingeschränkt durch die Kisleviten. Was fehlt uns denn noch? Wir können noch... Ja, komm, ich will ja schon hier alles bauen können in dem Teil hier, ne? Wäre ja doof, wenn nicht. Und dann würden wir einfach mal sagen, dass wir beim nächsten Mal weitermachen, oder? Oh, das ist so ärgerlich. Das ist so ärgerlich. Wir sind bei 49%. Es ist einfach wieder mal so typisch. Oh Mann. Es ist so typisch. Es wird mir nicht gegönnt, dass ich jetzt hier die 50% noch erreiche. Ach ja, na gut. Man kann es auch nicht ändern. Moment, warte mal, wir haben noch Level-Ups zu machen, wie ich gerade eben sehe. Genau, was wollte ich noch machen? Ich glaube, ich wollte noch die Tradition machen. Hier noch mehr Munition. Die Gyrokopter haben nämlich... Die gehen überraschend schnell leer. Also der eine, den wir da haben. Und jetzt machen wir noch die Rune... Ne, die Erbfeindschaft und die Rune des Grimnir bei Gotrek. Bei Felix nehmen wir noch Sigmars Schutz. Ja, und er hat jetzt einfach alles geskillt, was er sinnvollerweise skillen kann. Dann soll er noch die Kontrolle ausdehnen. Du kannst hier noch... Ansturmboni bekommen und auch noch erbarmungslos werden, aber das machen wir ein andermal.
Und jetzt sind wir so langsam, aber sicher auch bei ihr, was die Forschungen angeht, am Ende. Die Skills. Dann Christian soll hier noch mehr Lebenspunkte bekommen. Und damit, Leute, so wie es aussieht, sind wir fertig für die Folge. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüssi und Ade.